Hi, hi, hi und welcome zu Part 7 on Portal 2. Im letzten Part ist Wheatley ein bisschen durchgedreht, hat uns den Müllschlund-Dings da runtergemacht in den Müll. GLaDOS wurde eine Kartoffel und ja. Und jetzt, eine Woche später, lüften wir das Geheimnis, was sich hinter dieser Tür befindet. Ich bin gespannt. Okay. Die LSD-Wand ist wieder da. Wuhu! Was passiert hier? Mama! Die Geräusche, die machen mir Angst. Und einen Moment, ich muss mal kurz was klären. So, jetzt geht's los. Wieder. Ich musste kurz was am Ton ändern. Oh, was sehen wir denn da? Was sehen wir denn da? Aperture! Warum liegt das hier unten? Und wo befinden wir uns? Ja, ich denke mal, das würden wir der Laufe der Parts herausfinden. Wir sind erstmal... Wir müssen erstmal irgendwo hin. Ich glaube... Ah, da ist eine Tür. Wir können hier ein Portal machen. Und müssen da ein Portal machen. So. Und wir sind durch die kaputte Tür gekommen. Dann geht's weiter. Hier ist alles normal. Oh, okay. Bis. Ah, die Tür ist auf. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also. Wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Fahrt hierher schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Kate Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Forschung zur Verfügung. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Ah, okay. Kev Johnson hat zu uns gesprochen. Der Chef von Portal. Ach, von Portal. Ja, von Aperture Science. Und Caroline haben wir auch schon gehört. Aber wer ist Caroline? Ja, das erfahren wir, wenn wir weitermachen. So. Ich muss nochmal kurz cutten, denn irgendwie ruckelt das gerade. Einen Moment. So, ich habe jetzt etwas versucht, weil es hat ein bisschen geruckelt. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ruckelt. Was ist mit dem Spiel los? Ist doch alles okay. Ach so, ja, Moment. Ja, mein PC ist nicht so ganz stark da. Da muss ich kurz hier ein bisschen umstellen. So, ich habe jetzt einiges eingestellt, nochmal umgestellt.
Und hoffentlich klappt das jetzt. So, wir müssen ein Portal dahin machen. Und... Nee, warte mal, wie war das nochmal? Wir müssen erstmal nach da oben. Das heißt... Moment, ich mach das jetzt mal kurz. Wo landen wir da? Ach so, ja, warte mal. Genau, jetzt habe ich das... okay. Da ist blau, dann heißt hier kommt orange. Wir müssen hier auf diesen Balken landen. Dann so lang schleichen. Nicht wieder runterfallen. Schön. So, 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 so. So ist perfekt. So, und dann muss das nächste Portal dahin. So. Und yay! We did it! Weiter geht's! Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ja. Was? Okay. Ich bin hier, hallo. Ich möchte Gottesanbeterin DNA. Hier, ich melde mich. Wo sind die Spritzen? Ah. Schade. Hätte mich gefreut. Welcome, Test Subjects. Please begin enrich the recruitment before recruiting the lounge. Okay, hallo, ich möchte mich anmelden. Hallo. Einmal telefonieren? Doch nicht. Oh, okay, weiter geht's. Übrigens, das hier ist Cave Johnson. So sieht der aus. Hier steht's, Cave Johnson. Und die haben auch einige Wettbewerbe hier. Irgendwas gewonnen. Vieles. Hier. Local Enterprise by Salt Mine. Ja, eine Salzmine. Das heißt, wir befinden uns in einer Mine und nicht in einer LSD-Fabrik. Das ist nämlich alles unterirdisch. Ganz tief unterirdisch. Egal, weiter geht's. Wir jumpen hier rüber. Und nehmen den Lift. Einmal hoch. Hallo. Hui. Aufwärts. Es hört diese Fahrstuhlmelodie. Ey, also, was steht da? Gefahr. Do not fall down, Everlaughter Shaft. Doch, da werde ich gleich runterspringen. Geht er noch weiter hoch? Nein, oder? Nein, das ist das Ende. Wow. Okay. Okay, weiter müssen wir wohl zu Fuß hoch. Oder wir müssen hier. Okay, ich denke mal, eigentlich sollte das hier hinführen, aber. Ah, okay. Da muss ein Portal hin. Und dann muss hier ein Portal hin. Und wir sind drüben. Aber was denn? Wie kommen wir da rüber? Ah.
Das machen wir nämlich folgendermaßen. Fällt mir gerade ein, das geht nämlich so. Wir müssen erst wieder zurück. Der Fahrstuhl muss runter. Ach so, nein. Ich muss ja eins weiter runter. So. Dann muss da blau hin. Und orange, orange, orange. No. Schwul. Na, 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 na. Und wieder back. So. Dann muss blau wieder dahin. Na. Ja, also wenn der Part jetzt ein bisschen laggy ist, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier problematisch ist. Irgendwie spastet der gerade rum. Ins Portal! Bones! Und wir sind weiter. Was haben wir denn hier? Pumpstation Alpha? Ein Knopf, den kann man drücken! Ich war's nicht! Der Knopf hat mich darum gebeten! Oh, das sagt doch was aus. Irgendwie müssen wir jetzt hier weiterkommen. Wo ist hier der Ausgang? Ja, das Ausgang. Dann müssen wir dem das andere Portal machen. Aha, so. Mal gucken, ob ich präzise getroffen habe. Und ja, geht. Teilweise. Weiter geht's. Jetzt machen wir was Gefährliches. Hui. Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so weit weg. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Wissenschaftler sind Zwerge. Na gut. Und ich entschuldige mich jetzt nochmal, dass das irgendwie leckt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt für ein Problem ist. Normalerweise läuft das flüssig. Ich habe das jetzt auch extra runtergehauen. Keine Ahnung. Irgendwas hat der jetzt wieder für eine Macke. Aber ich versuche das im nächsten Part wieder zu klären. Ich versuche das wieder neu einzustellen. Oh. Oh. Okay, fangen wir an. Oh. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Okay. What? Okay, whatever. Aber weiter geht's. Und wir können springen. Woohoo! Ja, jetzt müssen wir springen. Wir müssen dahin. Aber vorerst, boing, müssen wir nach da oben. Hopp. Den Knopf drücken. Dann geht die Tür auf und wenn wir runtergehen, wieder zu. Auf, zu, auf, zu. Okay, ich hab's kapiert. Wir müssen jetzt auch irgendwie... Wir gehen erstmal rüber hier. Badu! Hier ist schon mal nichts. Ah! Da kommt unser Würfel! Hier. Ist euch schon mal aufgefallen, dass er anders aussieht? Er sieht noch billig und zusammengenäht aus. Ja. Das war, bevor Aperture Science angefangen hat. Das ist, wir sind nämlich hier in der Vergangenheit, in der untersten Schublade von Aperture Science. Und ja, offen. Das erklärt auch, warum hier alles so
alt und verrostet ist, weil hier war... Ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr aufzunehmen. Ich bin Ihre Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Mach das. Rede du von Kontrollgruppen. Wir gehen hier weiter. Ach ja, ich glaube, ich muss irgendwie... Nee. Da. Weiter geht's. Das ist Keith Johnson hier. So redet er mit uns. Über Nachrichten. Denn die Anlage ist ja schon stillgelegt. Er redet mit uns über Nachrichten, die er aufgezeichnet hat. Aber warum hat er das getan? Und wieso ist jetzt keiner mehr bei Aperture Science? Warum sind hier keine Mitarbeiter? Niemand, nur Roboter. Das werden wir noch erfahren. Aber vorerst müssen wir gucken, wie wir hier weiterkommen. Denn, ja, diese Stelle im Spiel, seitdem man GLaDOS besiegt hat, die kann ich nicht so auswendig. Muss ich jetzt... Ich glaube, ich muss hier runter. Ja? Oder? Muss ich hier... Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Was? Gut, dass wir immer unsere Bleiunterwäsche dabei haben. Ja. Unsere Bleiunterwäsche ist immer dabei. Wird halt nur problematisch, wenn man aufs Klo muss. Aber... Egal. Wir müssen erstmal... dahin. Hoppa! Und blau! Und wir kommen da nicht. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo da. Kann man hier... Wir brauchen erstmal den Würfel. Ja, einen, den Würfel. Den brauchen wir. Und hoppa! Hm? Würfel! Wieso hat der Würfel sich gerade aufgelöst? Okay, Versuch 2. Aus irgendeinem Grund hat der Würfel sich gerade aufgelöst. Why not? Holen wir uns den zweiten. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum der sich aufgelöst hat. Aber... Ja. Weiter geht's. Wir haben den Würfel und wir müssen dahin. Und boing. So. Dann müssen wir nämlich das machen. Und hoppa! Wow! Das kenne ich. Ach. Zickzack springen, zickzack springen, dum 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 dum. Mal gucken, ob wir in 5 Minuten hier noch was gebacken kriegen. Ich denke eher weniger. Aber, ja gut. Den Cube nicht zerstören, sondern dahin. Dann landen wir nämlich da. Und das wird gut. Hoppa! Und zack! Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay, dann lasse ich mich halt nicht bespritzen
von der Nostalgie des Rückstoßs. Rückstoß geht's. Das mich rückstößt. Zurückstößt. Oh. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Okay. Verstörend. Ja, jetzt wird's hier auch wieder ein bisschen tricky. Wir müssen ja auf diesen kaputten Stahlträgern rüber zur anderen Seite. Das wird ein bisschen tricky. Und wir haben es geschafft. Yeah. Achtung! Tu nicht lernen und reading. Ich weiß nicht, was das heißt. Mein Englisch ist schlecht. Ausgerechnet hier ist eine weiße Fläche. Warum? Woran kann das liegen? Hier sind überall weiße Flächen. Okay. Da ist Exit. Und das ist aber kein Boden. Ha. Wo müssen wir hin? Ich guck mal durchs magische Portal, was uns das magische Portal sagt. Tricky auf jeden Fall. Tricky, ganz tricky. Denn der Bereich, den hasse ich, denn hier komme ich so gut wie nie voran. Oh Gott, wie war das nochmal? Moment. Einen Moment. Muss ich nicht nach da oben? Geht ein... Nee. Nee, Moment mal. Von da bin ich doch... Bin ich doch gekommen, oder? Hä? Bin ich jetzt zu blöd? Oder checke ich jetzt gar nichts mehr? Wir gehen mal hier hin. Kann man hier was machen? Nope. Oder warte mal. Hab ich jetzt ein Portal hingesetzt? Nö. Da muss ich, glaube ich, hin. Ich glaube, ich bin richtig. Ja! Oder auch... Nein? Doch. Nein? Ich bin mir nicht sicher. Bin ich hier richtig? Bin ich richtig? Ja! Ja! Dummiheit! Dummiheit! Ach, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Okay. Warum auch nicht? Rampen sind ja teuer. Die können... Ah, ja, ich liebe das. Das ist wenigstens was, was ich kann. Diese Kammer ist... Diese Kammer ist einfach. Wenn man es richtig machen würde. Wir müssen nämlich hier jetzt mal alles mit dieser Paste bekleben, damit wir hier weiterkommen. So. Und ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende angekommen. Danke für...
fürs Zugucken. Und ich entschuldige mich, dass hier jetzt ein paar Fails aufgetaucht sind, so von Grafik und Bug. Und dass der Part jetzt auch nicht so gerade interessant war, weil, ja, es ist halt, ab jetzt fängt es halt an, der Part nicht mehr so spannend zu werden, denn ich muss ein bisschen nachdenken und schätzen, weil dieser Teil des Tests, also das hier mit diesem Untergrundpart, den kriege ich meistens nie so gut hin. Aber wir werden sehen, ob wir nach GLaDOS, Wheatley kommen oder ob wir GLaDOS jeweils wiedersehen, die Kartoffel, oder hat der Rabe sie zerfetzt? Wir werden es sehen im nächsten Teil. Haut rein, Leute. Tschüss. Sarah, auf Wiedersehen.